Was müssen wir jetzt also konkret unternehmen, um einen VS-Code-basierten Webservice in Java erstellen zu können? Na, zunächst einmal brauchen wir eine geeignete IDE. Eclipse haben Sie vermutlich bei sich schon auf dem Rechner installiert. Es muss halt die Webtools-Plattform mit dabei sein. Das wäre bei Eclipse JEE zum Beispiel von Anfang an der Fall. Können Sie sich einfach herunterladen. Einen Application-Server zu installieren, im Beispiel verwenden wir Tomcat 7, ist auch nicht allzu aufwendig. Und Sie können das dann einrichten in Eclipse über diese View Service und dort den Assistenten New Server. Dann brauchen Sie wieder ein Dynamic Web Project. Das können Sie einfach anlegen über den Assistenten New und dann Dynamic Web Project. Und Sie müssen Ihre JAX-WS-Implementierung, die Sie nutzen wollen, deployen in diesen Tomcat-Server hinein. Das können Sie schlicht machen, indem Sie die Jars in den Ordner Web-Content, Web-Inf-Lib hineinkopieren. Und die Jars, da nehmen wir einfach die aus der Referenzimplementierung, die können Sie herunterladen und finden Sie unter Glassfish, wo das als einzelnes Projekt abgelegt ist und Sie können das einfach sich in Ihr Tomcat hineinziehen, beziehungsweise in Ihr Eclipse hineinziehen. Im Anschluss brauchen wir noch ein SOAP-Framework, um uns das Leben etwas zu vereinfachen. Da nehmen wir Apache Axis 2. Aktuelle Version ist 1.6.2 und das müssen Sie dann in Eclipse ebenfalls noch einrichten, indem Sie unter Window Preferences, Web Services, Axis 2 dann noch den Pfad eintragen, wohin Sie das Axis 2, ist auch wieder eine ZIP-Datei, wohin Sie das ausgepackt haben. Wenn Sie diese Vorarbeiten alle erledigt haben, dann können Sie mit der eigentlichen Implementierung starten. Für Top-Down sieht das Vorgehen so aus, dass Sie sich zunächst einmal überlegen, welche fachlichen Entitäten benötigen Sie und die in einer XML-Schema-Definition, also einer XSD, verewigen. Und im Anschluss erstellen Sie dann eine WSDL-Datei, eine WSDL, basierend auf dieser XSD. Dafür gibt es in Eclipse, sehen Sie gleich, auch eine grafische Unterstützung. Im nächsten Schritt müssen Sie dann aus dieser WSDL, ich hatte Ihnen ja schon gesagt, Sie können das automatisiert, müssen Sie Klassen generieren, um das Ganze auch nutzen zu können. Und diese Klassen können Sie generieren mit WS-Import, braucht dann den Schalter -x no-compile. Sie wollen es halt nicht direkt kompilieren, sondern erstmal nur ins Eclipse hineinbringen. -s source für den Ordner, wohin Sie das Ganze bringen wollen. Und dahinter müssen Sie noch den Pfad zur WSDL-Datei angeben, um zu sagen, aus welcher WSDL heraus soll es denn generiert werden. Und das Ganze rufen Sie auf in dem Projektordner Ihres Eclipse-Projekts, das Sie angelegt haben mit dem Assistenten New Dynamic Web Project. Im nächsten Schritt erstellen Sie dann die eigentliche Web-Service-Implementierung zum generierten Interface. Das WS-Import spuckt Ihnen also ein Interface aus, das für den Web-Service gedacht ist und da müssen Sie dann die eigentliche Implementierung dahinter hängen. Und im letzten Schritt deployen Sie das Ganze auf den Server. Im Falle von Tomcat heißt das, Sie müssen einen Server.xml und eine Web.xml anpassen und können dann in Eclipse Run As und Run on Server sagen und Ihr eigentliches Projekt dem Server hinzufügen und dann läuft Ihr Webservice. Das Ganze schauen wir uns dann jetzt im Eclipse im Beispiel an. Um unseren Webservice top-down, also ausgehend von einer XSD und einer WSDL umzusetzen, erstellen wir zunächst eine XSD. Sie sehen hier, dass ich das schon mal wie in einer guten Kochsendung für Sie vorbereitet habe. In dieser XSD finden sich die beiden Entitäten Nodes und Node, weil wir als Beispiel hier eine Notizanwendung entwickeln wollen, wo eine Liste von Notizen gehalten werden kann. Unter Angabe von Benutzer-E-Mail, dem Titel und dem eigentlichen Inhalt der Notiz. Ja, Sie können sich diese Typen hier dann in der XSD ansehen. Einmal rechts in der Outline und zum anderen aber auch gleich hier in dem Editor können Sie den Typen pflegen. Wenn Sie hier auf den expandierten Typ Nodes schauen, dann sehen Sie, dass dort genau sich diese angesprochene Liste von Node Entities drin befindet und das können Sie eben genau hier hinzufügen mit dieser Referenz, die hier auf Node-Entity
zeigt. Und Node selber hat dann hier drei Einträge für E-Mail, Titel und Inhalt und eine zusätzliche ID, die man vergeben kann. Wir können hier wieder zurückgehen auf die Übersicht und wenn Sie in Node reinklicken, dann sehen Sie das Ganze nochmal einzeln. Also keine sehr komplizierte XSD-Datei. Sie können auch, wenn Sie das bevorzugen, die XSD händisch im Quellcode eingeben. Auch da wieder ist es nichts, was über das hinausgeht, was Sie in Programmieren 2 schon kennengelernt haben. Ich habe hier als Target Namespace, den können Sie im grafischen Editor unten auch unter den Properties einstellen, mal einen, der zur Veranstaltung passt, gesetzt. Und Sie sehen dann eben, dass hier genau diese zwei Complex Types drin sind. Node, was aus dieser Sequence und diesem Attribut besteht, und Nodes, was aus einer Sequence von Node-Einträgen besteht. Dann haben wir also ein Schema erstellt und im nächsten Schritt brauchen wir jetzt diese Whistle-Datei. In dieser Whistle-Datei können wir mit den Typen, das hatte ich schon gesagt, referenzieren auf Typen, die aus einem aus einer XSD, aus einer XML-Schema-Definition kommen. Und Sie sehen, ich habe für die Whistle hier schon mal diesen Soap Notes Service erstellt, der dann einen Port hat, den Soap Notes Port. Und der zeigt bei uns hier auf einen URI auf Localhost, weil unser Tomcat Application Server dort zum Laufen kommen wird. Sie sehen dann, dieser Port ist gebunden über dieses Binding, das Sie hier pflegen können. Ich habe dieses Binding mal extra SoapNotes Binding benannt, damit Sie auch erkennen, dass es sich hier um das Binding handelt, verbunden mit dieser Interface-Definition hier. Und in dieser Interface-Definition, wenn Sie das Ganze über den Wizard starten, haben Sie hier erstmal nur die Angabe New Method. Diese Methode können Sie dann aussagekräftig umbenennen in zum Beispiel GetNotes. Sobald Sie dort rausgehen, ändert er auch die Angabe hier auf GetNotes und GetNotes Response. Was Sie hier zusätzlich pflegen müssen, ist eben das Wesentliche, dass bei der GetNotes Response jetzt natürlich unsere Notes zurückkommen sollen. Schon wenn ich drüber fahre, können Sie das hier erkennen, dass dann die Notes als Sequence von Note-Einträgen zurückkommt. Sie müssen es dann entsprechend öffnen. Und wenn Sie es öffnen, öffnet er Ihnen die eingebettete Definition und in der können Sie dann genau diesen Eintrag aus der XSD-Datei referenzieren für die Notes. Die zweite Nachricht Insert Note, die müssen Sie dann ebenso hinzufügen. Dort erstellt er Ihnen dann automatisch wieder einen Input und einen Output. Ich habe hier mal den Output gelöscht, um Ihnen auch eine solche One-Way Message zu zeigen, dann bekommen Sie beim Einfügen keine Rückmeldung über die SOAP-Nachricht, sondern nur über HTTP die Bestätigung, dass das Ganze eingefügt wurde, beziehungsweise dass die Nachricht verarbeitet wurde und angekommen ist. In dem Inline-Schema sehen Sie hier wieder den Quellcode. Das brauchen Sie aber nicht unbedingt tiefer zu betrachten. Das sind genau die Dinge, die Sie schon kennen. Sie können das Ganze hier pflegen, eben indem Sie an dieser GetNodeResponse diesen Typ über SetType setzen und dann hier über Browse genau Ihre XSD auswählen. Und wenn Sie das einschränken auf in Closing Project, wird die Liste entsprechend kürzer und können Sie hier ganz bequem sich den passenden Typ suchen, den Sie benötigen und den hier setzen. Da ich es schon getan habe, werde ich das jetzt einfach so wieder schließen. An der Stelle noch der Hinweis, er kommt offenbar nicht damit zurecht, wenn die XSD und die Whistle nicht in einem Verzeichnis liegen, sondern er stellt dann über diese grafischen Wizards hier einen relativen Link aus der Whistle zur XSD und der wird nicht richtig erkannt, sodass er dann beim Parsen Fehler meldet. Das heißt, legen Sie die XSD und die Whistle am besten gemeinsam in ein Verzeichnis ab.
Ich habe sie jetzt hier einfach mal in den Web-Content-Ordner hineingelegt. Sie könnten das aber durchaus auch woanders ablegen. Damit hätten wir dann schon unsere Whistle und unsere XSD beisammen. Ich kann Ihnen gerne auch nochmal die Properties dieses Bindings zeigen. Sie sehen, dass hier genau diese Bezeichnung Soap Notes Binding eingepflegt ist. Als Port Type eben genau Soap Notes. Das ist der Port Type, den Sie hier oben ja definiert haben. Protokoll ist Soap und Sie können, wenn Sie das einmal gepflegt haben, auch den Binding Content nochmal generieren lassen und dabei sagen, ich möchte gerne den existierenden Binding Content überschreiben. Was Sie hier sehen, was ich an Vorarbeiten geleistet habe, ist, ich habe in diesen Web-in-Lib-Ordner genau die Jars aus der Referenzimplementierung hineinkopiert, die Sie eben auf der Glassfish-Seite finden, der Referenzimplementierung für JAX-WS. Und ansonsten habe ich, was Sie hier in der Service View erkennen können, den Tomcat V7 Server eingebettet. Das können Sie eben einfach über diesen Assistenten New Server machen, den ich hier aufrufen kann und dort einen Tomcat Server V7.0 auswählen. Und im Anschluss müssen Sie dann vorgeben, wo der eigentlich liegt. Da ich das schon erledigt habe, werde ich das jetzt hier nicht durchklicken. An der Stelle, die Sie dann angeben, wo er liegt, da müssen Sie eben das ZIP, was Sie auf der Apache-Webseite von Tomcat runtergeladen haben, ausgepackt haben vorher. Und dann haben Sie einen Server und auf den können Sie dann später das fertige deployen, indem Sie Run As und Run Server auswählen. Und dann bietet er Ihnen eben genau an, diesen Tomcat V7 Server zu verwenden und es darauf zu deployen. Dort können Sie dann bequem in der linken Liste diesen neuen Service auswählen und mit Add hinzufügen. Das geht übrigens auch hier in dem Assistenten jederzeit über Add and Remove. Sie haben dann hier unten im Add and Remove die Möglichkeit, in diesem Dialog einzelne Services, die laufen, an- und abzuschalten. Jetzt haben Sie also schon gesehen, welche Vorarbeiten ich geleistet habe und Sie haben auch gesehen, wie die XSD und die Whistle aussieht. Der nächste Schritt ist dann genau dieser Aufruf von WS-Import an der Kommandozeile, wie auch in der Vorlesungsfolie angegeben. WS-Import an der Kommandozeile mit genau den passenden Schaltern. Sie erhalten dann die Meldung, dass die Whistle geparsed wird und dass der Code erzeugt wird. Und im nächsten Schritt können Sie dann in Ihrem Projekt den Source-Ordner aktualisieren, wenn Sie das passend angegeben haben. Einmal durch Druck auf die Taste F5 und dann bekommen Sie eben hier diese beiden Ordner. Einmal den einen für den Namensraum, den Sie in der XSD angegeben haben und einmal den Ordner für den Namensraum, den Sie in der Whistle angegeben haben. Und danach können Sie dann Ihren eigenen Webservice implementieren. Was generiert er Ihnen? Das vielleicht noch kurz zur Erläuterung. Er generiert Ihnen für jede Entity aus der XSD hier jeweils eine Java-Klasse, zusätzlich noch eine Object Factory und die Package-Info. Sie interessieren im Wesentlichen die beiden fachlichen Entitäten, die Sie hier definiert haben, nämlich Node und Nodes. Und in Nodes müssen Sie auch noch eine Ergänzung vornehmen. Da ist nämlich bisher noch nicht der Code drin, um eine Node auch wirklich hinzuzufügen. Da müssen Sie also diese Methode addNode noch spendieren, die eine Node entgegennimmt und diese dann dieser ArrayList hinzufügt, die ja in GetNode genau dann erstellt wird, wenn sie noch null ist. Damit sind Sie auf der sicheren Seite, zumindest wenn Sie das hier über diesen GetNode-Aufruf machen. Vorsicht, wenn Sie direkt das Member nutzen. Das Member ist in der Standardgenerierung nicht initialisiert. Dann können Sie eine Null Pointer Exception bekommen, wenn Sie nicht zuerst einmal die Liste abholen, bevor Sie den ersten Eintrag einfügen.
Mehr müssen Sie an den generierten Entitäten hier nicht verändern, sondern können sich dann gleich dem Thema zuwenden, dass Sie Ihren eigenen Webservice implementieren möchten. Das habe ich hier in einer kleinen Klasse verpackt. Und Sie sehen hier diese Klasse, die nutzt die Annotation Add Web Service, wobei Sie hier bei Name genau diesen Namen dieses Port Types aus der WSDL angeben, bei Service Name genau den Namen des Service, bei Port Name den Namen des Ports, im Target Namespace den Namespace, den Sie eingestellt hatten als Target Namespace, und das Endpoint Interface muss dann genau die Namensbezeichnung dieses Interfaces beinhalten, das den Endpoint bedient. Sie sehen den Namen gleich hier drunter. Das ist genau das Interface, das Ihr Webservice implementieren muss. Sie sehen auch, dass Sie für das Endpoint-Interface den vollständigen Pfad angeben müssen. Na, und Ihr eigentlicher Konstruktor beinhaltet nur das Erzeugen dieses privaten Nodes-Elements. Und dann hat die Webservice-Klasse wenig überraschend die beiden Methoden, um Nodes hinzuzufügen und um Nodes abfragen zu können, die Liste aller Nodes. Damit haben Sie Ihre wesentliche Webservice-Implementierungsklasse auch schon erstellt, die Sie dann jetzt auf den Server deployen können. Es gibt noch eine einfachere, schnelle Lösung, um mal kurz den Webservice zu testen. Das möchte ich Ihnen auch nicht vorenthalten. Sie können nämlich sich einfach eine eigene Launcher-Klasse schreiben. Diese Launcher-Klasse beinhaltet dann die eigentliche Main-Methode und tut hier nichts anderes, als gegen eine Variable, die vom Typ dieses Interfaces ist, einen neuen solchen Service erzeugen und den über die Methode endpoint.publish der Klasse JavaXXMLWS-Endpoint dann zu publizieren unter dem URI, den Sie angegeben hatten. Ich habe jetzt hier einfach nochmal einen kleinen Swing-Dialog hinzugefügt, um diesen Service über den Dialog wieder beenden zu können, und im Anschluss ruft er dann, wenn Sie in dem Dialog tatsächlich beenden klicken, sodass der verlassen wird, Endpoint.stop auf. Das ist die ganze Logik hinter diesem kleinen, schlanken Service Launcher, der Ihnen das ganze Deployment nach Trumpcat erspart. Aber das ist natürlich keine Lösung für Dauer, sondern höchstens für einen kurzen Entwicklertest, die ich Ihnen aber dennoch nicht vorenthalten wollte. Bevor Sie jetzt wirklich nach Tomcat deployen können, müssen Sie neben diesen ganzen Jars, die Sie bereitstellen, noch zwei Dinge tun. Das eine ist, Sie haben bei der Erzeugung Ihres Dynamic Web Project sich eine WebXML mitgenerieren lassen. Und in dieser WebXML müssen Sie weitere Einträge vornehmen und Sie müssen zusätzlich noch eine Sun-JAX-WS-XML erzeugen. Da möchte ich kurz auf den Inhalt eingehen, der da drin stehen sollte. In der WebXML müssen Sie nämlich anzeigen, dass Sie jetzt JAX-WS Servlets verwenden möchten, und die eigentliche Konfiguration Ihres Servlets, die passiert dann in der Sun-JAX-WS XML-Datei. In der WebXML findet sich also nur ein Verweis auf ein bestimmtes Servlet, so wie Sie das aus anderen WebXMLs vielleicht schon kennen, wenn Sie Tomcat schon mal verwendet haben, während in der Sun-JAX-WS XML dann der konkrete Hinweis auf die Klasse steht, die auszuführen ist, um den Service hinter diesem Servlet zu erbringen. In der WebXML sehen Sie also hier unten diese Sektion Servlet, die hier neu hinzugekommen ist, und die beinhaltet genau dieses JAX-WS Servlet mit der Servlet Class ComSun XML WS Transport HTTP Servlet WS Servlet. Load on Startup auf 1, damit Tomcat sie gleich anzieht, wenn es startet. Und Sie sehen hier, dass das URL-Pattern einfach beliebig angegeben ist, sodass alle URLs gematcht werden. In der Datei sun-jax-ws-xml ist dann eben genau dieser Endpoint angegeben, den Sie nutzen, unter dem Namen Soap Nodes, und hier wieder das passende URL-Pattern, das er auf alles
reagiert, was darunter kommt und die Implementation, die dann auf unsere Webservice-Klasse zeigt, die wir gerade erstellt haben. Wenn wir das Ganze dann starten, dann sehen wir im Tomcat die klassische Konsolenausgabe. Da ist es keine Überraschung dabei. Was wir dann noch brauchen, ist einen vernünftigen Client, der uns sagt, ob denn dieser Webservice auch wirklich Notizen entgegennimmt und die Notizen auch wieder liefern kann. Ich füge also nur diese eine Klasse SoapNotes Client in dem Unterpackage Client hinzu und dieser SoapNotes Client fällt ziemlich kurz aus, wenn wir hier drauf blicken. Er hat eben die Main-Methode, damit er gestartet werden kann und instanziert hier jetzt die Klasse SoapNotes underscore Service. Von diesem Service, was der Service Stop letztlich ist, kann er sich dann den eigenen SoapNotes Port holen. Und Sie wissen ja, unter dem Port gebündelt liegen die Operationen, die man nutzen möchte. Und da sehen Sie hier, hier wird einfach eine neue Node erstellt, der dann eine entsprechende ID, eine E-Mail-Adresse, einen Titel und einen Inhalt gegeben. Diese Node dann über den Webservice-Aufruf hinzugefügt. Im Anschluss noch eine zweite Node, die dann wiederum hinzugefügt wird. Und am Schluss holt dieser Client sich die Entries. Die Nachricht erwartet hier noch einen String-Parameter, der aber nicht weiter von Bedeutung ist. Deswegen können wir hier sicheren Weges auch die Null übergeben. Und im Anschluss gibt er dann die einzelnen Nodes wieder aus. Schauen wir uns die Ausgabe kurz an. Ja, Sie sehen, ich habe den jetzt hier schon mehrfach vorher laufen lassen, ohne den Server neu zu starten. Der Server lief ja schon. Und deswegen stecken jetzt hier schon 6 Nodes drin und nicht nur 2, die man an sich erwartet hätte. Aber Sie sehen auf jeden Fall, dass dieser Client entsprechend arbeitet. Wenden wir uns dann wieder der weiteren Betrachtung zu. Nach unserem ersten Praxisbeispiel wenden wir uns nun also dem generellen Vergleich zu REST versus SOAP. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass im Architekturstil REST und SOAP sich eben gerade unterscheiden. REST, dieser ROA-Ansatz, Resource-Oriented Architecture, und dieser generischen Schnittstelle über die GET, PUT, POST und DELETE Kommandos des HTTP-Protokolls, während SOAP eben Schnittstellen bzw. nachrichtenorientiert arbeitet. Sie haben es ja gesehen, die formale Schnittstellendefinition über die Whistle und dort auch die Definition der zu versendenden Nachrichten. Jetzt abstrahiert von unserem Beispiel, in welchen Bereichen wendet man konkret REST bzw. SOAP an? Na, REST insbesondere da, wo man synchrone, datenorientierte, kurzlaufende Services hat. Also beispielsweise eine kurze Abfrage, die Ihnen Daten liefert oder wo Sie etwas manipulieren möchten, während sich SOAP auch eignet für langlaufende, prozessorientierte Services und insbesondere auch für asynchrone Kommunikation. REST-Aufrufe sind grundsätzlich zustandslos, während bei SOAP-Aufrufen es wesentlich leichter möglich ist, auch einen Zustand zu implementieren. Klar, beide Web-Services bieten grundsätzlich beide Ansätze. Lose Kopplung, Interoperabilität und Plattformunabhängigkeit. An der Stelle unterscheidet sich es also nicht wesentlich. Wenn Sie nur das im Auge haben, können Sie beide Ansätze verfolgen. Was die Schnittstellendefinition angeht, habe ich schon hervorgehoben, das ist bei SOAP eine Stärke, dass man hier eben eine weitgehende formale Abdeckung hat über die WS-Stern-Standards, von denen wir uns ja gleich noch einige weitere anschauen werden. Während Sie bei REST nur die Nachrichtenformate über XSDs und Waddles standardisiert haben, die Operationen hingegen generisch ausfallen über die oben genannten HTTP-Kommandos und sie weitergehende Dinge, gerade auch nicht funktionale Dinge, nur sehr schwer greifen können. Was die Verfügbarkeit angeht, A von Laufzeitumgebungen und B von Entwicklerwerkzeugen, ist der Unterschied am Ende nicht nennenswert. Die ist bei beiden jeweils gut. Allerdings bei REST eben deshalb gerade gut, weil sie einfach nur einen Webserver benötigen und weil sie eigentlich keine speziellen Entwicklerwerkzeuge benötigen. Sie können das mit fast allem
an Werkzeugen treiben, die es ihnen ermöglichen, Code und HTTP-Dateien zu editieren. Grundsätzlich ist es natürlich trotzdem von Vorteil, so wie wir es hier auch in Beispielen sehen, Eclipse einzusetzen, auch für REST-Entwicklung. Bei SOAP sieht es eben so aus, dass sie Laufzeitumgebungen verfügbar haben, sowohl namhafter Hersteller als auch eben Open-Source-Angebote. Grundsätzlich reicht auch dafür zunächst einmal ein Webserver aus. Bei den Entwicklerwerkzeugen sind sie schon wesentlich im Vorteil, wenn sie hier spezielle einsetzen, wie zum Beispiel die Werkzeuge von Eclipse bzw. aus JAXWS oder Axis. Soweit der Vergleich des Ansatzes. Wenn wir jetzt kurz auf die Technik, die hinter dem Ansatz steckt, schauen, dann sehen wir, dass die Nachrichtenrepräsentation eben in REST über ganz verschiedene Formate erfolgen kann. Einmal einfach als Plaintext oder auch als HTML, XML oder im JSON, JavaScript Object Notation Format oder auch binär. Das ist nicht klar geregelt bei REST. Denn Sie können ja dann in der Payload, in der Nutzlast dieser HTTP-Nachricht alles transportieren, was Sie wünschen. Bei SOAP hingegen ist klar, dass wir nur über XML-basierte Formate reden. Grundsätzlich dort auch binäre Attachments natürlich unterbringen können, wenn wir zusätzlich binäre Daten wie Bilder oder ähnliches transportieren müssen. Im Bereich der Nachrichtenprotokolle ist REST komplett festgelegt, dass sie eben HTTP einsetzen. Bei den Nachrichten ist es auch so, dass SOAP natürlich SOAP-Nachrichten erwartet, wie sie standardisiert sind. Das haben Sie ja eben gesehen. Während bei den Transportprotokollen dann REST komplett auf HTTP festgelegt ist, eben aufgrund dieses vereinfachten Ansatzes, während SOAP Ihnen erlaubt, auch Nachrichten über SMTP, also über E-Mail oder Java Message Service oder zu transportieren. Die asynchrone Kommunikation ist bei REST, das habe ich eben schon angedeutet, nur über Umwege möglich. Sie könnten natürlich hergehen und bauen sich einen Atom-Feed irgendwo ein, den Sie dann wieder auswerten. Aber das ist nicht die ursprüngliche Idee hinter REST. Im Grundsatz gibt es keine Unterstützung auch für Transaktionen und sichere Zustellung. Sie können natürlich GET, PUT und DELETE idempotent gestalten, sodass es also mehrfach ausgeführt werden kann und Sie das sicher erkennen. Es ist ja grundsätzlich eine Forderung, dass man gerade zustandslose Dienste so gestalten sollte, dass diese Operationen idempotent sind. Bei Post gibt es eine Erweiterung, die sich Post Once Exactly nennt. Darüber können Sie es absichern. Das ist aber nicht ganz leicht. Und verteilte Transaktionen könnten Sie implementieren, indem Sie als Transaktionsmanager agierende Ressourcen nutzen. Also diese Ressourcen, die Sie über REST zugreifen können, dort eine speziell verwenden, die Ihnen das absichert. Während Sie auf der SOAP-Seite eben natürlich Standards haben, um entweder asynchron zu kommunizieren, schon über das Transportprotokoll JMS oder auch über Web Service Notification, also einen WS-Stern-Standard, der Ihnen das bietet. Bei Transaktionen sieht es genauso aus. Dort haben Sie entweder den WS Reliable Messaging Standard, den Sie eben in der Übersicht auch schon gesehen haben, oder WS Transaction. Da gibt es ein ganzes Framework, das Ihnen da Möglichkeiten bietet, Transaktionen über diese Standardfamilie durchzuführen. Routing von HTTP-Anfragen ist natürlich grundsätzlich möglich, schon über die generischen Mechanismen, während Sie bei SOAP nochmal zusätzlich über WS Addressing, was wir uns gleich anschauen, weitere Dinge hinterlegen können. Operationsabhängigen Zugriffsschutz können Sie einfach implementieren, hier auch wieder über die Basistechnik, also über den Webserver oder über eine Firewall, während Sie bei SOAP die Möglichkeit haben, zusätzlich per WS Security fein zu steuern, wie der Zugriffsschutz für einzelne Operationen ausfällt. Caching ist bei REST natürlich sehr einfach, denn Sie können genau die Mechanismen nutzen, die Sie in HTTP-Requests schon finden, also eine Time to Live und ähnliches, die Sie buchhalten und wonach Sie erst die Ressource wieder anfragen. Bei SOAP hingegen ist es deutlich schwieriger, Caching zu implementieren. Soweit der Vergleich dieser beiden Ansätze von Ansatz und Technik her. Sie sehen also, es gibt hier nicht den einen besseren, sondern Sie müssen jeweils anwendungsfallspezifisch abwägen, welcher Ihnen am meisten nützt.
Wenden wir uns nun dem Problem Fehlerbehandlung zu. Ich habe es eingangs schon gesagt, dass wir bei Web Services das Thema haben, dass wir auf dem Server eine dort lokal auftretende Exception haben, die wir eigentlich dem Client signalisieren möchten. Der Server selbst soll natürlich weiterarbeiten, unabhängig davon, ob dort eine Exception aufgetreten ist oder nicht. Also der Server wird diese Exception fangen müssen. Wie sieht die Lösung aus im WS-Stern-Universum? Naja, man definiert einfach in der Whistle-Datei zusätzlich einen sogenannten Fault-Type. Und diese Fehler, die man dort definiert hat über diese Fault-Types, die kann man dann auch senden. Na, und Sie sehen, dass man dafür gar nicht viel braucht, nämlich genau das, was hier noch einmal rot hervorgehoben ist. Sie brauchen einen Elementnamen, den Sie verschicken wollen, der in Ihrem Namespace drin ist, und dann brauchen Sie eine passende Message. Sie sehen es hier mit einer No-Notes-Yet-Fault-Message definiert, die zu unserem Beispiel passt. Wenn Sie also bei GetNotes ein Problem hätten, dass Sie noch keine Notiz haben, dann könnten Sie diese Fehlermeldung verschicken. Und diese Message kommt genau dann ins Spiel. Das sehen Sie jetzt unten bei der passenden Operation, die mit GetNotes ja benannt ist, kommt ins Spiel und wird einfach zusätzlich definiert zu dem Input bzw. Output, sodass also statt des Outputs hier auch dieser Fault zurückkommen könnte. Nach diesem Fehlerbehandlungsbeispiel schauen wir uns jetzt das nächste Problem an, das gelöst wird durch den WS-Addressing-Standard, also den ersten Standard, den wir uns an erweiterten Standards aus dieser WS-Stern-Standardfamilie genauer anschauen. Und zwar haben Sie das Problem normalerweise, Sie senden eine Anfrage und Sie möchten aber vielleicht, dass die Antwort woanders hin gesendet wird. Die Standarddefinition eines solchen Endpoints in einer Whistle erlaubt eben nicht zu sagen, ich möchte an eine andere Adresse antworten, ein Feature, das Sie eigentlich aus E-Mails zum Beispiel als Reply to bereits kennen. Diese Antwort muss also über dieselbe HTTP-Verbindung zurückgeschickt werden, die die Anfrage bereits beinhaltete. Was bedeutet wiederum natürlich, der Sender ist dann auch gezwungen, diese Antwort selbst zu verarbeiten. Na, welche Lösungen hätten Sie, um das grundsätzlich zu beheben? Zum einen könnten Sie eine Antwortadresse als Parameter am HTTP-Request spezifizieren, dann aber verlieren Sie diesen Vorteil von SOAP, dass Sie eigentlich nicht an HTTP als Transportprotokoll gebunden sind. Das heißt, einen wesentlichen Unterschied gegenüber REST, der dann nivelliert wird, der verschwindet dann. Die zweite Alternative ist eben genau, Sie erweitern den Standard mit WS-Addressing. Wie sieht das dann konkret aus? Na, Sie können an den Endpoint-References, können Sie dort die SOAP-Header-Felder benennen, mit Feldbezeichnern, genau analog zum E-Mail-Standard, also from to, reply to, Fault to. Und in jedem Feld ist die Angabe eines solchen URI vorgesehen, auch mit einem komplett anderen Protokoll. Also zum Beispiel könnten Fehler eben genau per E-Mail signalisiert werden, dann also über SMTP-Protokoll oder auch asynchron in eine Message Queue über Java Message Service Protokoll. Was Sie damit natürlich auf jeden Fall erreichen, ist eine weitere Entkopplung von Sender und Empfänger. Auf der Protokollebene schon mal auf jeden Fall, aber wenn Sie etwas Asynchrones verwenden, dann auch noch auf der zeitlichen Ebene. Schauen wir uns das kurz an, wie dann unsere Whistle aussehen könnte, beziehungsweise unsere SOAP-Nachricht aussieht. Unsere SOAP-Nachricht beinhaltet jetzt zusätzlich den Verweis auf diesen Namespace für Addressing. Und da sehen Sie, im Header wird eine Message-ID spezifiziert und obendrein benannt eine Reply to Address. Also hier diesen Hinweis WSA Reply to und darunter die Address und dann sehen Sie, wohin Sie antworten sollen. In diesem Falle vielleicht an einen anderen Webservice, der das dann verarbeitet. Versuchen Sie wieder nicht, diesen Webservice aufzurufen, den gibt es dort nicht. Und Sie benennen jetzt auch, wohin geht es eigentlich? Das To, ja, das ist weiterhin unser Addier-Service, den Sie in den ersten Beispielen schon gesehen haben, den es aber auch nicht gibt, der hier nur als Beispiel verwendet wird. Weswegen spezifizieren Sie hier noch diese Action? Sie spezifizieren die Action, damit, falls jetzt hier
diese Antwort eben an diesen anderen Service rausgeht, dieser andere Service noch nachvollziehen kann, was war eigentlich die angefragte Aktion, die zu dieser Antwort geführt hat. Es könnte ja sein, dass dieser SAM-Service, der dann als Reply to Address angegeben ist, in mehreren Arten von Requests als Reply to Address genannt ist und jetzt eben mit Antworten zu mehreren unterschiedlichen Requests versorgt wird. Und damit er das noch unterscheiden kann, was hier das Ausgangsrequest war, deswegen gibt es dann hier diesen Parameter zur Action. Nach dem Header haben Sie halt eine ganz übliche Message mit einem Soap Body, wo dann die einzelnen Parameter genannt sind. Das habe ich hier nicht weiter ausgeführt. Schauen wir uns dann an, wie ein Publish-Subscribe-Muster funktionieren kann mit WS-Eventing. Wenn Sie also wie klassische asynchrone Middleware es vorsieht an Features über das WS-Stern-Standard-Konglomerat ermöglichen wollen, dass Sie so eine Publish-Subscribe-Funktionalität haben. Also Sie können als Listener sich an Ereignisbenachrichtigungen einer Quelle hängen. Und diese Ereignisbenachrichtigungen, die werden halt verwaltet. Dann sehen Sie hier dieses Setup. Das ist zum einen den Subscription Manager, der das eigentliche Management durchführt der Subskriptionen. Dann haben Sie auf der linken Seite eben die Quelle, die dieses Management, wer alles auf Ihre Benachrichtigung lauscht, eigentlich nicht übernehmen möchte und deswegen delegiert an diesen Subscription Manager. Und Sie sehen, dass es auf der anderen Seite dann noch den Subscriber gibt. Besonderheit hier ist, der muss nicht identisch sein mit der Senke, also nicht identisch mit dem Listener, der nachher die Benachrichtigung empfängt. Sie können also jemand anders mit Benachrichtigung versorgen. Ja, würde etwas daran erinnern, dass Sie ja im Postweg auch in der Lage wären, jemand anderes Adresse irgendwo einzutragen, der dann ja Werbenachrichten unverlangt bekommt. Hier gehen wir mal davon aus, dass der Sender die Benachrichtigung in der Regel schon angefordert hat. Der Subscriber kann also der Quelle diese Subscribe-Message schicken und obendrein gibt es die Message Subscription End, wenn die Quelle mitteilt, jetzt wird die Subskription enden, vielleicht weil sie keine Ereignisse mehr erzeugt, die für den Subscriber interessant wären. Da sehen Sie also auch genau die Nachrichtentypen, die hier genannt sind. Einmal haben Sie dieses reine Subskriptionsmanagement. Der Subscriber subscribt sich also bei der Quelle. Dann haben Sie dieses Thema Get-Status, da können der Subscriber den Subskriptionsmanager fragen, ist denn meine Subskription noch aktuell? Renew würde die dann erneuern. Unsubscribe würden Sie genauso mitteilen von Subscriber-Seite. Jetzt besteht kein Interesse mehr an diesen Ereignissen. Und die Quelle kann eben dem Subscriber auch signalisieren, dass sie nicht mehr zur Verfügung steht. Obendrein fließen dann natürlich die eigentlichen Nachrichten noch von der Quelle zur Senke, die sehr oft eben doch identisch ist mit dem Subscriber, aber nicht immer. Wie sieht so eine Subscription-Nachricht aus? Na, Sie sehen es hier, es steckt hier wieder drin WS-Addressing als Standard, wie Sie aus der zweiten Zeile entnehmen können, und jetzt eben auch WS-Eventing. Und dann sehen Sie im Header hier wieder, dass eine Action vorgegeben ist. Es gibt hier wieder eine Message-ID, die ist dem Reply to, also der Sync, der Senke, ermöglicht festzustellen, was für eine Aktion das eigentlich war. Und Sie sehen dann hier in diesem Beispiel, dass hier eine Überwachung stattfindet für Sturmwarnungen, die über dieses Example.org Ocean Watch und die Event Source, die dort hängt, gelöst wird. Das ist also angegeben im WSA2, dass dorthin sich das Ganze richtet. Und im Body sehen Sie dann die eigentliche Nachricht, wo Sie feststellen, dass die Benachrichtigung gehen soll an diesen Service Event Sync on Storm Warning. Und Sie können zudem noch weitere Eigenschaften hier angeben, die mitgeschickt werden in dieser Nachricht, damit nachher noch nachvollziehbar ist für die Senke, die hier etwas erhält, auf der Basis welcher Subskription zum Beispiel ist eigentlich diese Nachricht entstanden. Und die Senke dann diese Subskriptionen eventuell über den Subscriber, wenn sie es selber ist, kann sie es selbst erledigen, dann abbestellen kann, wenn an diesen Nachrichten kein Interesse mehr besteht. Dieses Beispiel sehen Sie, ist direkt von W3.org entnommen, aus dem WS-Eventing als Beispiel. Die Benachrichtigung sehen Sie hier auch ein,
Beispiel sieht dann entsprechend aus, dass Sie hier oben diese Action angegeben haben und wieder die entsprechende Nachrichten-ID. Zudem haben Sie dann als To wieder die entsprechende Adresse angegeben, wohin das Ganze gehen soll. Und hier, wie Sie sehen, auch diese Mitteilung, welche Subskription hat das Ganze denn verursacht. Und danach die eigentliche Aussage, welches Thema hier interessant war. Und im Body finden Sie dann genau diese Angaben zum Datum, zur Zeit, zur Windgeschwindigkeit und zum Ort, wo diese Messung durchgeführt wurde. Und dazu noch einen Kommentar. Diese Nachricht ist offenbar in dieser Weise spezifiziert, dass sie diese Daten beinhalten soll, wenn Sie einen solchen Wind Report erhalten. Wenden wir uns dem nächsten Teil zu, der in der WS-Sternfamilie spezifiziert ist. Ich habe Ihnen schon gesagt, nicht funktionale Anforderungen sind auch über WS-Stern-Standards abgedeckt. Und zwar über WS-Policy bzw. WS-Policy-Attachment. Damit können Sie entweder von Client-Seite aus bereits signalisieren, ich habe folgende nicht funktionale Anforderungen, oder aber von Server-Seite aus signalisieren, ich genüge folgenden Policies bezüglich zum Beispiel Sicherheit oder Quality of Service. Und diese Policies können Sie in die WSL-Datei integrieren, sodass ein Client, der eine WSL abfragt, daran feststellen kann, genügt dieser Service meinen Anforderungen. Was sind die Begriffe in diesem Kontext? Zum einen die Policy. Letztlich eine Menge von Policy Assertions. Die Policy Assertion ist wiederum eine individuelle Präferenz bezüglich irgendeiner Anforderung. Und die Policy Expression ist dann das Ausdrücken dieser Policy Assertions in XML. Und das Subject einer Policy ist letztlich dann der Webservice oder der Endpoint, auf den Sie diese Policy anwenden. Und die Policy Attachment ist dann tatsächlich der eigentliche Vorgang der Verbindung einer Policy mit einem solchen Policy Subject. Entweder indem Sie die Policy in das XML reinsetzen, dieses Subjects, also zum Beispiel in das XML der Endpoint-Definition Ihrer Whistle, oder indem Sie über eine XML-Referenz das Ganze mit dem referenzieren. Schauen wir uns also jetzt ein Beispiel an zu WS Policy und WS Policy Attachment. Auf der linken Seite sehen Sie WS Policy, hier angegeben mit dem entsprechenden Namespace. Und darunter finden Sie eben noch einen Hinweis auf ein WS Security Utility. Und dann sehen Sie, dass die eigentliche Policy besagt, dass Sie ein erneutes Sendeintervall haben möchten von 5 Sekunden. Und wenn Sie nicht zum Erfolg kommen, dann exponentielles Backoff, also eine Wiederholung mit exponentiell steigenden Zeiten. Ein bisschen wie Sie das auf Netzwerkprotokollebene vielleicht schon kennen. Das WS Policy Attachment fügt diese Policy jetzt einer bestimmten Endpoint Reference hinzu. Sie sehen, dass hier diese Angabe applies to und dann die Endpoint Reference, die hier auf eine bestimmte Adresse zeigt, wieder angegeben als WS Addressing. Und ansonsten finden Sie unten dann noch die eigentliche Angabe der Policy Reference, nämlich dieser RM Policy, was genau dieser ID entspricht, die auf der linken Seite dieser Policy gegeben wurde über dieses WS Security Utility. Damit haben Sie also dann diese Verknüpfung von der Policy zu der Endpoint Reference über diese zwei Punkte. Einmal die Angabe der Endpoint Reference als WSA-Adresse in diesem Applies to. Und zum anderen die Policy Reference als URI-Angabe der eigentlichen Policy, die links definiert wurde. Und die Policy beinhaltet eben dann genau Ihre Policy bezüglich erneutem Sendeintervall und Backoff, wenn etwas nicht funktioniert.
Schauen wir uns jetzt noch einen etwas größeren Standard an, WS Security. Hier geht es erstmal um Sicherheitsziele, die Sie schon kennengelernt haben in unserem Exkurs zur Sicherheit, nämlich Authentisierung, Privacy und Integrität. Wie setzt man die in WS Security um? Einmal die Authentisierung, die setzen Sie um über Sicherheitstoken. Das können einfach Benutzernamen und Zertifikate sein, zum Beispiel auf Basis des X509 Standards oder Security Access Markup Language, SAML. Den Transport der Schlüssel und Credentials regelt WS Security in diesem Zusammenhang ebenfalls. Dann in dem Bereich Privacy haben Sie die Möglichkeit, XML Encryption einzusetzen, also das XML selber zu verschlüsseln, einmal über symmetrische Verschlüsselung oder auch über asymmetrische. Die wesentlichen Unterschiede dieser Verschlüsselung haben Sie ja auch bereits kennengelernt. Zum anderen können Sie auch private Daten und die eigentlichen Schlüssel transportieren lassen. Im Bereich Integrität, also Sicherstellung der Unverfälschtheit einer Nachricht, da gibt es Standards wie XML Signatures und auch XML Canonicalization. Und Sie können auch einen Digest-Algorithmus einsetzen, der über WS Security spezifiziert ist. Schauen wir uns diese Mechanismen in der Kombination mal an. Wenn Sie jetzt erstmal auf der linken Seite sind und schauen sich Message-Level Security an, Sie haben also eine SOAP-Nachricht, wo im Header zum Beispiel ein Benutzername steht, der als Security-Token dienen soll und im Body steht die eigentlichen Daten dieser Nachricht, dann können Sie darüber zwar die Authentifizierung sicherstellen, dass also der Benutzer derjenige ist, der er zu sein vorgibt, aber Sie haben keinerlei Schutz gegen unbefugten Zugriff. Die Daten sind einfach lesbar. Wenn Sie jetzt diese Lesbarkeit verhindern wollen, wäre das Einfachste, dass Sie einen sicheren Kanal etablieren. Sie haben schon kennengelernt, dass das zum Beispiel über SSL passieren kann, also über die sogenannte Transport Level Security. Schon auf Transportprotokollebene stellen Sie sicher, dass man hier diese Daten nicht lesen kann. Dann haben Sie im Header ein verschlüsseltes Username-Token und im Body die eigentlichen Nachrichtendaten. Damit stellen Sie grundsätzlich erstmal Privacy und natürlich auch von links noch die Authentication, also die Authentifizierung sicher. Das Problem, was Sie jetzt aber haben, ist, dass Ihr Username-Token eigentlich an den Nachrichteninhalt nicht gebunden ist. Also wenn es jemandem gelingt, sich dazwischen zu schalten und die Nachricht abzufangen, dann könnte er den Nachrichteninhalt immer noch verändern. Sie kennen diesen Angriffsmechanismus Man in the Middle, wo also sich jemand dazwischen schaltet und den anderen Endpunkt dieser zum Beispiel SSL-verschlüsselten Transportstrecke übernimmt und seinerseits dann die Nachrichten weiterleitet an den eigentlich vorgesehenen Empfänger, sodass der das vielleicht zunächst einmal gar nicht mitbekommen kann, dass hier diese Nachricht zwischendrin abgefangen wurde. Und um sich davor zu schützen, müssten Sie eben diesen Username-Token und den Nachrichteninhalt binden und sicherstellen, dass die Integrität der Nachricht gewahrt bleibt, also dass ein Abfangender diese Nachricht nicht verändert. Und die Lösung dafür liegt eben genau in XML Signature. Sie haben also eine Signatur, die im Header vermerkt ist und diese Signatur wird genau berechnet aus dem verschlüsselten Username-Token und auch den Nachrichtendaten im Body und an die jeweiligen Blöcke angehängt. Und damit wissen Sie sicher, dass diese Datenblöcke, die signiert wurden, zum einen authentisch sind, zum anderen aber auch integer sind. Also genau von diesem Benutzer in dieser Form auf die Reise geschickt wurden. Wenn Sie jetzt schauen, wo Sie WS Security Inhalte einhängen können in die Whistle-Datei, dann haben Sie einmal das Service-Level. Damit wirkt diese Definition von WS Security auf den gesamten Service, den Sie überhaupt in dieser Whistle definieren. Zum anderen können Sie das Endpoint-Level verwenden. Dann wirkt es nur auf einen Port, der innerhalb dieses Service verwendet wird. Wenn Sie es noch feiner granular brauchen, können Sie auch Operation Level einsetzen, also nur eine einzige Operation absichern, die
ein solcher Endpoint anbietet. Und im Message Level, da haben Sie dann ja sogar innerhalb der Operation nochmal diese Input- und Output-Nachrichten, die Sie entsprechend sichern können. Das heißt, dann sind Sie auf einem noch feineren Level und zum Schluss könnten Sie auch innerhalb der Nachrichten nur die Daten absichern. Was Sie genau einsetzen, hängt natürlich davon ab, was Sie hier erreichen möchten. WS Security Policy definiert die Granularität dann als verschiedene Policy Subjects und WS Policy Attachment gestattet, diese WS Security Policies anzuhängen. WS Policy Attachment haben Sie eben schon gesehen. Welche Optionen haben Sie jetzt grundsätzlich, Ihre Web Services sicher zu gestalten? Sie wissen ja auch, dass Web Services, wenn sie erstmal offen sind, per se anfällig sind für Angriffe, aber auch interessant sind. Na, Sie können zum einen selbstbeschreibende Security einsetzen. Das ist genau dieses Thema, dass Sie die Nachricht entsprechend sichern. So wie Sie es eben gesehen haben. Es gibt also dann zwischen Client und Server keine Detailverhandlung, sondern es ist sozusagen Kernrequirement, dass Sie hier Security haben. Basis dafür wäre genau WS Security. Wenn Sie als andere Variante eine separate Policy definieren, dann erweitern Sie tatsächlich den Kontrakt, der über diese Whistle gegeben ist zwischen Server und Client. Dann ist es eine Muss-Anforderung, hier diese Security zu betreiben. Sie betten es einfach ein in die Whistle und das Ganze eben über WS Security Policy. Ja, Sie könnten auch noch ganz anders ansetzen. Das wäre die dritte Option. Sie konfigurieren die Sicherheit an Ihren Webservice heran. Sie haben also eine separate Komponente für Sicherheitshandling und die konfigurieren Sie für Ihren Service entsprechend. Damit haben Sie diese interne Beschreibung abgetrennt von der eigentlichen Programmlogik und können die durch Konfiguration anpassen. Letzter Punkt wäre, dass Sie selbstbenannte Security haben. Sie trennen also Security und Anwendungslogik und das gibt es teilweise schon über Frameworks, sodass die Security Handling Komponente auch einen komplett separaten Lebenszyklus von der eigentlichen Anwendungslogik hat. In dem Fall Security durch Konfiguration könnte es auch sein, dass Sie die Anwendungslogik noch verheiratet haben mit der Security, aber dass Sie schon vorgesehen haben, dass die Security in diesem Bereich konfiguriert wird. Das sind also die wesentlichen vier Optionen, die Sie hier haben, wenn Sie nicht die Sicherheit komplett in die Anwendungslogik vermischen wollen, was unschön und unsauber wäre. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch WS Metadata Exchange vorstellen. Es ist ein Protokoll letztlich, was bootstrappt, also zusammenfasst, mehrere verschiedene Metadatendateien eines Webservice. Sie haben schon die Whistle kennengelernt für die eigentlichen Operationen. Sie haben auch XSDs kennengelernt für die Datenformate und Sie können eben weitere Policies definieren für Ihre Webservices, die auch nicht funktionale Anforderungen erfassen. Und die alle können Sie zusammenfassen über das sogenannte MEX Metadata Exchange oder über WS Transfer und dem Client in einem Rutsch zur Verfügung stellen, sodass er die Gesamtschau auf die entsprechenden Metadaten eines Webservices bekommen kann. Das schauen wir uns jetzt aber nicht weiter in der Tiefe an. Sie sehen ja, es ist nur eine Zusammenfassung von bereits existierenden Protokollen, die Sie verwenden oder von bereits existierenden Dateien. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch etwas zeigen, was mir über den Weg gelaufen ist, nämlich wenn Sie harvesten, also bottom-up vorgehen und einen Webservice entwerfen. Natürlich brauchen Sie genau die Schritte zur Vorbereitung auch, wie Sie sie für Top-Down durchführen. Also Ihre IDE bereiten Sie entsprechend vor, damit Sie auch damit Webservices erzeugen können. Und Sie haben natürlich auch die notwendigen fachlichen Klassen erstellt. Die sind, wie gesagt, in der Regel schon da, wenn Sie einen Webservice harvesten möchten. Und danach nutzen Sie einfach den Assistenten, den Ihnen Eclipse schon bietet, File, New, Other Web Services, Web Service und erstellen diesen als Bottom-up Java Bean Web Service. Der Client-Typ steht schon auf Proxy und wenn Sie dort einfach die Regler für Client und Server auf Start ziehen, dann bekommen Sie einen
kompletten Webservice mit generierter Whistle und mit einem Client, über den Sie das Ganze sogar direkt testen können. Sie können aber neben diesem auf den Webserver deployten Client natürlich auch selbst noch einen schreiben. Schauen wir uns das Ganze im Eclipse gleich auch noch kurz an. Sie können natürlich, wenn Sie das Ganze generiert haben und gestartet haben, zumindest schon mal die Whistle abrufen und damit testen, ob dieser Teil funktioniert und danach dann über Ihren eigentlichen Client die Funktionalität testen. Im Eclipse haben wir dazu ein ganz einfaches Beispiel. Ein sehr schönes Beispiel für ein Harvesting einer existierenden Applikation als Webservice und so gesehen Wiederverwendung, habe ich Ihnen hier einfach mal einen kleinen Temperaturkonverter mitgebracht, der von Fahrenheit Gradangabe in Celsius und umgekehrt umrechnen kann. Sie sehen hier vor sich die Klasse, eine ganz normale Java-Klasse im neuen Slang, ja POJO, Plain Old Java Object. Und Sie sehen, diese Klasse hat eben genau diese zwei Methoden mit der Berechnungsvorschrift, die Sie einschlägig finden. Nun wollen wir hier zu einem Webservice kommen und das geht ganz einfach über den Generator, den Sie finden unter File New Webservice. Dieser Generator macht sich genau zunutze, dass Sie Axis und JaxWS in Eclipse eingebettet haben und nutzt das dann, um zu generieren. Sie sehen es auch hier, die Webservice Runtime ist genau Apache Axis. Der Server ist der Tomcat 7 Server, der von Ihnen bereits im Eclipse in dem Service View als New Server angelegt wurde. Und das Service-Projekt ist genau das Temperature Converter-Projekt, was wir hier geschrieben haben mit dieser einen Klasse. Den Rest lassen wir auf Vorgabe. Es soll ein Bottom-up Java Bean Web Service sein und der Java Proxy soll auch der Client-Type sein. Und das Einzige, was wir machen, ist, wir lassen uns hier einen Client auch bis zum Starten generieren. Und im Anschluss können wir das Ganze hier einfach abnicken und dann erstellt er uns dieses Client-Projekt Temperature Converter Client. Sie sehen es hier, dass das der entsprechend vorgegebene Name ist. Und lässt auch gleich einen Client auf dem Webserver laufen, den wir dann uns anschauen können, aber wir werden einfach einen kleinen eigenen implementieren. Aber so haben Sie auf jeden Fall das komplette Rahmenwerk schon generiert für Ihren Client. Ich wähle jetzt hier Cancel aus, Sie können einfach Finish auswählen. Ich habe den Assistenten ja vorher schon durchlaufen lassen. Und in unserem Temperature Converter Client Projekt, da finden wir dann eben genau unter den Java Resources verschiedene Klassen, die er jetzt generiert hat. Das ist einmal der Temperature Converter Service Locator. Dort steckt genau diese Logik dahinter, um den Service zu lokalisieren. Das werden Sie hier gleich sehen. Hier ist genau diese URI kodiert, Localhost 8080 und dann den entsprechenden Temperature Converter Service. Einige weitere Hilfsmethoden. Und dieser Temperature Converter Service Locator, der implementiert eben genau dieses Interface Temperature Converter Service. Das eigentliche Temperature Converter Service ist also ein Interface, über das wir nachher im Client diesen Temperature Service benutzen können. Und dieser Temperature Service ermöglicht uns dann wieder den Zugriff auf den eigentlichen Temperature Converter. Und Sie haben auch noch die Möglichkeit, das Ganze über den generischeren Weg zu gehen, über klassische Service Calls. Da nutzen Sie dann weniger der Funktionalität, die hier generiert wurde. Das sehen Sie zum Beispiel hier im Binding Stub. Hier setzen Sie noch eine Operation und stellen hier genau die entsprechend feingetunten Eigenschaften ein. Das brauchen Sie jetzt für den Client gar nicht mehr anzufassen. Das hat Ihnen Axis automatisch generiert. Schauen wir uns jetzt unseren eigentlichen Client an. Sie werden gleich sehen, der ist sehr einfach. Wir haben hier eine schlichte Main-Methode, die unseren Temperature Converter Service aufruft. Und Sie sehen es, die verwendet genau diesen Locator und hält dann hier über dieses Interface Temperature Converter Service hält sie eine Instanz. Und auf dieser Instanz können Sie dann eben über diese Hilfsmethode getTemperatureConverter sich wieder eine Instanz des eigentlichen TemperatureConverters holen. Und
Den können Sie dann fragen nach einer Konvertierung von Fahrenheit in Celsius oder von Celsius in Fahrenheit. Und dann kommt auch genau das erwartete Ergebnis raus. Schauen wir uns also die Projekte nochmal an. Hier sehen Sie, auf der Serverseite liegt wirklich nur der Temperature Converter, den ich eben hier als klassische Java-Klasse schon geschrieben hatte. Und ich kann den jetzt auf dem Server laufen lassen. Schauen wir kurz in die Service View rein, dann startet er hier den Tomcat. Dieser Browser hier führt uns nicht zum Ziel. Wir wollen ja unseren Client starten und unseren Client, den können wir dann tatsächlich wieder als klassisches Java-Programm starten, also als klassische Java-Application. Und die gibt uns dann hier die entsprechenden umgerechneten Temperaturen aus in Grad Celsius bzw. Grad Fahrenheit. Entspricht den erwarteten Werten. Sie sehen also, einen Client zu implementieren, wenn Sie sich das generieren lassen, ist sehr, sehr einfach und so haben Sie Ihre bestehende Applikation geharvestet und in einen Webservice umgewandelt. Nach diesem sehr schönen Beispiel für ein ganz einfaches Harvesting, wie Sie also aus einem existierenden Programm einen Webservice sehr einfach erstellen können, möchte ich abschließend noch eine kritische Würdigung von Webservices vornehmen. Und das wesentliche Thema dabei ist eben diese mangelnde Standardisierung. Die Whistle standardisiert Ihnen zwar die Beschreibung der Service-Signatur, die Semantik eines Service können Sie eben nur über das Documentation Tag erschließen. Ich habe ja schon im Zusammenhang mit den UDDI-Registries gesagt, es ist sehr, sehr schwierig, die einzelnen Servicebetreiber dazu zu bringen, dass sie ihre Services so beschreiben, dass sie automatisiert auch wirklich bezüglich der Semantik vergleichbar sind und ein Client automatisiert feststellen kann, das sind zwei Services, die mir dasselbe semantisch gesehen bieten und man dann eben andere Aspekte wie Kosten, Zuverlässigkeit oder ähnliches vergleichen könnte oder Antwortzeiten, was auch immer dann Ihre Kriterien als Client sein mögen. VS Policy definiert zwar einen Standard für die Beschreibung nicht funktionaler Anforderungen, wie Sie eben auch gesehen haben. Leider sind diese Policies aber nur für wenige Eigenschaften vordefiniert. Also ein Allheilmittel ist VS Policy am Ende auch nicht. Zudem eben die Abbildung Verfügbarkeit und Antwortzeiten. Da gibt es noch bisher keinen Standardmechanismus. Es gibt auch für Versionierung nur erste Vorschläge für Patterns, wie Sie das lösen könnten, dass Sie mehrere Versionen eines Webservices in Betrieb haben möchten und die Clients das auch entsprechend auffinden können. Standardisierte Unterstützung von Webservices durch Tools für WSI, also WS Interoperability, ist vorhanden. Die legen zumindest in diesen Bereichen Kommunikationsprotokolle und Security einen gemeinsamen Rahmen fest. Allerdings haben Sie damit eben insgesamt das Bild, dass eine vollständige Abdeckung der Anforderungen, um jetzt zum Beispiel eine serviceorientierte Architektur, eine SOA aufzubauen, mit Webservice-Technologie allein zumindest noch nicht standardisiert verfügbar ist. Sie können die meisten Anforderungen darüber dann schon irgendwie abdecken, aber wehe, Sie versuchen dann etliche Produkte unterschiedlicher Hersteller zusammenspielen zu lassen, dann tappen Sie irgendwann eben doch in diese Falle, dass jeder seinen Teil unterschiedlich interpretiert. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass Sie aus dieser Webservice-Vorlesung einiges mitnehmen konnten. Das Thema ist die nächsten Jahre sicher aktuell und wird Sie immer wieder in Ihrem späteren Leben umtreiben, sei es jetzt, weil Sie Webservices konsumieren wollen in Anwendungen oder weil Sie selber weitere Webservices anbieten und den ersten Schritt
Und dann nehmen Sie ja dann neben dem Durcharbeiten dieser Beispiele aus der Vorlesung auch über die Übung. Vielen Dank für heute.